Ja, der Feinkostladen, der sperrt jetzt zu. Ja, jetzt zeige ich euch einmal, wie man maskenlos Bus fährt. Und dabei erzähle ich was über den Laden, den ihr euch gerade gesehen habt. Aber vorher kriege ich jetzt so die Buskarten raus. Moment. Okay. Also der Feinkost, ein Feinkostverkäufer da drinnen, der sperrt jetzt zu, weil er sich das Geschäft nicht mehr leisten kann. Na, könnt ihr euch vorstellen, warum sie es nicht mehr leisten kann, deswegen zusperrt? Für alle Trotteln, und ich nenne euch wirklich Idioten, die was glauben, dass eh schon alles jetzt vorbei ist und die uns gehässig nachfragen, für was wir eigentlich nur demonstrieren gehen, wo alles in Ordnung wieder ist. Das ist so ein Beispiel. Es werden auch einige Geschäftsleute knicken, weil jetzt diese ja, ganzen Steuern und diese ganzen Mieten, die sie zahlen hat müssen, wo kein Geschäft gelaufen ist. Die haben auch keine wirklichen Hilfspakete gekriegt. Also somit dazu, gell? Regt euch nicht auf, wenn wir laut sind auf unseren Demonstrationen. Das ist nicht nur ein bildendes Beispiel dessen. Da brauche ich von den 500.000 Impfnebenwirkungen, schweren 500.000 Impfnebenwirkungen, gar nicht zu sprechen. Und das meint, uns mit Wasser zu bewerfen oder noch schlimmer, am selben Tag noch mit drei Eiern zu beschießen. Ja, ihr glaubt, es braucht nicht glaubt, dass wir da leiser werden, ja? Okay. So viel dazu. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie die gesetzliche Tragepflicht einer FFP2-Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt auf Englisch, dass er alle begreift, wie deppert unser Staat schon geworden ist. Mask on public transport. Thank you. Fick dir ins Knie.